Lieber Björn, schön, dass du dabei bist. Ja. Es freut mich sehr, dass wir das mittlerweile zweite Interview in diesem Jahr so kurzfristig auf die Beine stellen konnten. Stell dich doch mal kurz vor, bitte. Ja, ich bin der Björn. Ich bin seit einiger Zeit bei Piranha Bytes und mache da so Zeug wie Projektleitung und Game Design, Musik, Sound, Story-Zeug, Dialoge schreiben, Püppchen in die Welt setzen, Gedöns. Püppchen in die Welt setzen, Gedöns. Ja, Das ist eine ja. schöne Beschreibung. Sag doch mal noch ein paar Worte zu dir als Person. Wie alt bist du? Ich bin 47, werde dies 47. Jahr 48, ja, Ach an der du Grenze liebst zur 50. Güte. An der Grenze zu 50. Skype hat sich wieder Ja. gefangen. Du klingst jetzt super. Das ist Sehr gut. schön. Ne? Wenn Männer plötzlich super klingen, ist die Welt in Ordnung. sehr schön. Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus Emsdetten, ein kleines Städtchen in Münsterland, und habe da in Münster auch studiert. Ja. Und zur Schule gegangen bin ich da auch. Was hast denn du studiert? Physik und Chemie auf Lehramt. Ah, sehr gut. Ja, ist ja was geworden aus dir. Ich Ja, total. habe einer der vielen Quereinsteiger bist du also, ne? In die Ja. Branche. Kann man Ja. so sagen, oder? Ja. Sind die meisten gewesen, damals jedenfalls. Hast du dein Studium abgebrochen oder bist du so richtiger, echter Lehrer? Ich habe mit erst bei Gothic 3, als ich scheinfrei war, Ja. ich habe parallel noch meine restlichen Scheine gemacht, habe ich dann gesagt, so, ich müsste jetzt meinen Beruf dran geben und müsste jetzt tatsächlich mich entscheiden, ob ich jetzt das Staatsexamen mache, weil das kann man nicht so nebenbei Scheine machen kannst du. Ne, meine Arbeitskollegen haben sich immer gefragt, wo ist der Donnerstagmorgen eigentlich immer? Da war ich halt in Münster und habe da meine restlichen Seminare gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, irgendwann in der Produktionsphase von Gothic 3 habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt musst du dich entscheiden, okay, ja, man kann mit Games machen, Geld verdienen. Ja, das ist auch zukunftsträchtig. Und ja, ach komm, scheiß drauf, mach es. Ne? Und dann habe ich es halt dran gegeben, habe mich exmatrikulieren lassen mit Ja. Ach und Krach und Tamtam und so. Und das war auch genau zu der Zeit, als es Schön. halt Geld anfing, Geld zu kosten. So richtig bitter, ne? Ja. Gut, ich hätte jetzt, wie gesagt, nur noch Prüfungen machen müssen und so, aber ich hatte einfach keine Luft und keine Zeit dafür. Ich musste mich entscheiden. Es ging nicht. Es geht nur eine Sache 100% und dann habe ich mich für die Games entschieden. Ja, cool. Wann hast denn du angefangen bei den Piranhas? Ja. Ende 99, also zur Jahrtausendwende ungefähr, sind wir mit drei Leuten angefangen. Da war ich, da war der Hoshi und der Matthias Filler. Und Ja. ich war einer von den drei Stooges. Und ja, und dann haben wir so ein Vierteljahr Gothic 1 noch mitbekommen. Ja. Ne? Also das heißt, da, wo es dann wirklich in die heiße Phase ging, wo ein Spiel draus wurde aus dem Ding und ja. Das heißt, ihr drei wart quasi die ersten drei Angestellten. Ne? Die anderen waren das Gründerteam und ihr seid als Angestellte dazugekommen, oder? Nein, nein, das waren 40 Leute am Ende des Tages. Wir waren Okay. Weil ein das kleiner klang Teil jetzt gerade davon. so, Ja, wir ja. waren die drei Stooges, deswegen dachte ich, Nee, ihr nee, wir waren da. drei Stooges, die halt zusammen angefangen haben. So. Wir Alles waren klar. Freunde damals so, ne? Waren auch mit anderen Leuten befreundet. Wir sind im Grunde genommen drei Gruppen gewesen bei Piranha Bytes. Eine aus Richtung Duisburg, eine hier in der Gegend und eine aus dem Münsterland halt so. Das sind einige von denen. Und ja, genau. Und wie bist du auf ausgerechnet die Piranha Bytes gekommen? Ich habe eben noch mal so ein bisschen im Internet natürlich mir die Geschichte der Piranha Bytes noch mal durchgelesen. Ja. Markus Scheer hatte vorher die Greenwood Entertainment. Ne? Die haben, glaube ich, auch angefangen mit Gothic 1, war das richtig? Und Das kann sein, ja. ne, dann hat Ja. er das irgendwie in der Phenomedia aufgehen lassen und so. Das klingt ja alles erstmal nach außen nicht sonderlich sexy. Also wie kommt man dann auf die Idee, ausgerechnet bei so einem Team, da ist noch kein Titel draußen, die machen in erster Linie Werbespiele, also in der Außenwahrnehmung, ja. Ja. Wie bist du da reingeraten? Weiß ich auch nicht so genau. Ja. doch, weiß ich ziemlich genau. Also ich habe als Türsteher gearbeitet damals, 11 Jahre lang und irgendwann ging es halt nicht mehr. Da habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss.
Und dann habe ich ein halbes Jahr als Lehrer gearbeitet im Studienkreis und in Münster. Und da habe ich halt nebenbei Geld verdient, neben dem Studium. Habe aber Wochenende dann halt, halt Freizeit gehabt, so, ja. Ja. Und dann ging es halt darum, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie mein Studium weiter finanzieren. Und Studienkreis war jetzt nicht so sexy, das war irgendwie doof. Und dann war halt, suchte Piranha Bytes halt Leute, die für die noch was machen, ne? Waren halt noch ein paar zu wenige und ja, ich habe mich dann da gemeldet. Ich hatte mich auch damals mal beworben, und zwar als Musiker, noch bevor der Kai da war. Ja. Aber dann habe ich natürlich gegen den großartigen Kai Rosenkranz nicht so gut ausgesehen, damals zumindest. Und der hat den Job dann bekommen und das war, glaube ich, 98 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja, und dann 99 hat es halt irgendwie geklappt, dass ich dann dabei war, richtig, genau. Jetzt schreibt der Daniel dir gerade völlig zu Recht noch ein Türsteher. Ja, was ist denn da los? Ja, ja, der Putzki, der war auch mal einer. Ja, das genau, weiß der ich, Putzki ja. war einer, ja. Ich war mal einer, allerdings war ich in einem völlig anderen Laden unterwegs. Ich war im Moody Art. Also ein bisschen Schickimicki-Bude. Und, ach du lieber Gott. Ja, ja, oh, ja, ich sag dir. Und der vierte im Bunde, im Türsteherbunde, ist der Lars Vormann, der jetzt beim Bio die Gamescom macht. Ne? Interessant. Und ja, ich sag dir, da ist ja was geworden aus uns Türsteher. Ja. Muss man das mal als Einstellungsbedingung mit aufnehmen. Dass man sagt, in welchem Laden arbeitest du am Wochenende? Ja, und ja. Hier, die Skyen schreibt gerade, Daniel stand auch gerne an der Tür. Ja, aber es ging nicht um Leute, die gerne an der Tür standen, es geht um Türsteher. Ja, das ist schon noch ein Unterschied. Ja, okay, also irgendwann hast du Glück gehabt, du hast dich da erst als Musiker beworben. Was genau richtig, für Musik genau. machst du? Oder machst du immer noch Musik? Ja, ich habe den Soundtrack für Elex gemacht jetzt zufälligerweise. Das heißt, ich habe mich irgendwann dazu durchgerungen, neben meiner normalen Arbeit dann tatsächlich auch die Musik dann zum Spiel zu machen. Ja. Es war die Gelegenheit da, man hat mir das Vertrauen dann auch geschenkt vom Team aus und so und ja, dann habe ich es halt gemacht. Oh, cool. Ja. Und das war aber dann, wenn ich mir jetzt dein Studium angucke oder so, das war erst recht nie dein Berufswunsch, ne? Irgendwie als Musiker Nein. zu arbeiten. Nein, irgendwie hatte ich mir eine Geschichte ausgesucht, die mit der Muse so recht gar nichts zu tun hat, im weitesten Sinne. Das heißt, so kreativ ein Physiker sein kann. Games machen ist natürlich schon mal völlig anderes oder auch Musik oder was auch immer. Ja. Und aber ich hatte halt diese Talente und wusste nie so richtig, wohin damit. Warum kann ich das alles? Warum mache ich das überhaupt? Ja. Und irgendwann kam es halt dazu, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, diese Fähigkeiten irgendwie einzusetzen und ja, Glück gehabt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ach toll. Und seitdem bin ich dabei geblieben, jetzt 18 Jahre und ein paar kaputte. Genau. Jetzt hast du eben gesagt, du machst die Püppchen. Ja. Ja. Das heißt, deine Arbeit als, also wenn man dann deine Signatur liest, dann steht da immer Projektdirektor und Game Designer. Aber du arbeitest nicht dann nur als klassischer Game Designer bei euch, sondern Musiker und Artist. Ja. Ja, ja, wir haben, ne, Artist eigentlich, ja, also die Püppchen in die Welt stellen, habe ich gesagt. Das heißt, die Welt designen, das heißt, wie der Kontinent aussieht, auf dem der ganze Kram stattfindet, wo welches Lager ist und wo die Püppchen halt nachher stehen, also die Figuren, die NPCs. Das heißt, wer hat welche Mission für dich, was für ein Typ ist da, welche Assets hat der, was für eine Rüstung trägt der, was hat der dir zu sagen, wie ist dein Dialog, wie ist dein, und so weiter. Das meinte ich damit. Genau. Also quasi das Gestalten, das Lebendigmachen der Welt. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Nochmal ganz kurz zurück zu, wie bist denn du auf die Piranhas gekommen? Das interessiert mich tatsächlich. Also ich meine, Das ist ein Freundeskreis gewesen. Der hat da gearbeitet zu der Zeit bei der Phänomedia. Einmal der Michael Rüwe und Michael Hoge. Und durch die beiden im Grunde genommen sind wir dazu gekommen, bei denen zu arbeiten. Das ist auch beide aus dem Münsterland. Die kommen beide aus Burgsteinfurt und gehörten halt zu diesem Freundeskreis aus der Ecke. Und ja, die haben halt Leute gesucht und wir waren halt da und hatten Bock. Und also erst sollte das zumindest für mich erst nur so eine Nebensache werden, aber ich habe schon ziemlich schnell gemerkt,
Nee, ich kann nicht einfach nur ein Pausesemester einlegen und dann da irgendwie so nebenbei, da musst du schon Vollzeit kommen, machst du mal richtig. Ne? Mhm. Und ja, und dann ist man da so reingerutscht, sage ich jetzt mal. Ja, interessant. Was hast du bei dem ersten Gothic denn dann noch gemacht? Was ich da gemacht habe, ich habe, wir haben angefangen als QA-Leute, wir drei, Stooges, ne? Mhm. Und ich war dann ziemlich ein paar Wochen später dann der QA-Lead. Mhm. Wir haben halt das Ding getestet und dann sagten sie uns damals, in 3 Monaten ist das Spiel fertig. Hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, ja. Und ja, hat nicht lange gedauert, bis ich irgendwann Teil der Projektleitung war. Also ich war bei den Projektleiter-Meetings dabei ziemlich schnell und habe dann maßgeblich mitgestalten dürfen an dem Ding. Ja. Habe die Leitung der Programmierabteilung übernommen in den letzten halben Jahr, glaube ich. Und das Ding ist aus meinen Händen dann zum Mastern gegangen, sozusagen. Also zu den Presswerk. Ne? Ich habe auch den einen oder anderen Dialog geschrieben, habe mich um auch Designs gekümmert dann und so weiter, weil bei Piranha Bytes war es immer seit jeher so, schon von Anfang an sehr eine flache Hierarchie zu haben. Das heißt, da, wo es brennt, soll sich derjenige kümmern, der gerade Zeit und Bock und auch die Fähigkeiten dazu hat, sich drum zu kümmern. Und so ist es auch geblieben bis heute. Und das war einfach grandios. Ne? Und und so ist es dann auch tatsächlich dann auch fertig geworden, das Ding, Gothic 1. Ja. Und die Philosophie, die haben wir uns bis heute bewahren können, tatsächlich. Ich glaube, dass da ja auch eine Menge eures fast schon legendären Rufes herkommt, ne? Dass ihr als Team immer extrem gut harmoniert habt und funktioniert habt, oder? Ja, vor allem, dass wir für ein Spiel dieser Größenordnung oder der Art doch immer recht klein geblieben sind. Das heißt, wir sind jetzt momentan 25 Leute, waren im Schnitt auch nicht mehr als 30. Ja? Ja. Zu Gothic 1 Zeiten waren wir, glaube ich, so um die 40. Bewährt hat sich aber so im Schnitt so ein 27 Leute. No? Mhm. Zumindest das, was wir momentan imstande sind zu leisten. Ja, ja. Ist lustig. Bewährt hat sich so im Schnitt 27 Leute. Ja. Also, schön. Ja, ist blöd, ne? Aber ist so, ja. 27. Da wollen wir mal genau sein. Jetzt Gothic 1. Habt ihr damals als Team an den Erfolg geglaubt? Boah, also ich weiß noch, wie wir mit Stefan Nühl, dem Geschäftsführer in Kaufland oder was auch immer, Walmart oder wo das war, keine Karstadt oder so gegangen sind und das erste Mal unser Spiel da haben stehen sehen in der alten Packung noch, ne? Und wo dann tatsächlich dann Leute dann da hingegangen sind und sich das Spiel dann genommen haben, beäugt haben, wieder weggestellt haben, da hat Stefan damals dann auch noch so Fotos von gemacht und so. Ah, surreal, total surreal. Das heißt, dass man irgendwas da rumprutscht in seinem Büro, ja, was man dann auch fertig bekommt und sagt, das ist ein geiles Spiel geworden. Zumindest, also für unsere Begriffe, wir fanden es toll. Dass man dann tatsächlich das Ding dann im Laden stehen sieht, das war schon irgendwie sehr überwältigend. Ja. Und gerechnet mit dem Erfolg, nein, haben wir nicht. Wir haben eine erste Demo rausgebracht, das war die alte Mine oder so. Dann haben wir schon das erste Feedback bekommen. Heute würde man sowas vielleicht Early Access nennen oder sowas, ja. Mhm. Dass schon im Vorfeld die Demo gezockt wurde. Und ja, die wurde so durchwachsen bewertet, mehr oder weniger, bis wir dann die zweite Demo rausgebracht haben, die dann tatsächlich den Spielstart darstellt, also das Spiel selbst, ja. Bis zu einem gewissen Punkt kannst du da spielen. Und das ist schon was anderes gewesen, weil das erste Mal in der ersten Demo haben wir die Menschen in eine Höhle geschickt. Und da, bei dem zweiten Mal, wirklich in die Oberwelt. Und das war schon eine Sache, das hat gezündet. Das fanden die Leute toll, dass man tatsächlich eine freie Welt hat, die man frei bereisen kann. Open-World-Feeling ohne Ende. Ja, ein paar Typen, die da rumstehen. Du kannst machen, was du willst. Mann, ich habe hier meine Freiheiten und so weiter. Und da erst wurden die Leute auf uns aufmerksam. Und Und gut, Gothic 1 war ein gar nicht mal so ein großer Erfolg finanziell gesehen. Das wissen vielleicht die wenigsten. Der Erfolg, der kam erst im Laufe von Gothic 2. Ach so. Na? Okay. Ja, ja. So dass da haben wir uns einfach mal getraut, noch einmal hinterherzulegen. Ja?
Weil es halt, ja, genau. Hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gedacht. Ich dachte, Ja. aber es ist ja häufig, gerade beim ersten Titel, wenn der dann auch noch in der Produktion länger dauert und man dann alles so mit reinrechnet, dann verschlingt der Ja. erste Titel häufig viel, viel mehr Geld, als man außen wahrnimmt, ne? Na gut, aber im Endeffekt war es ja erfolgreich. Das heißt, ich sage immer, wir haben da sehr viel Glück gehabt, den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Und das heißt, das, was da geschaffen wurde durch die Jungs, die Gründer, ja, die vier Jungs, die sich mal irgendwann 1997 zusammengesetzt haben, um das geilste Spiel zu entwickeln, was es je gegeben hat, das war deren Maßgabe. Ja. Ja. Ist schon mal ein gutes Ding draus geworden, würde ich sagen, so unterm Ja, Strich. ist ganz krass, ne? Die Ja. Gründer waren der Michael, Alex Brüggemann, Alex Michael Brüggemann, Hoge, genau. Stefan Nühl und Tom Putzki. Tom, ne? Das waren Die die vier vier. Gründer. Ja. Ja. Komm, wir werfen mal gerade einen Blick hier in den Chat. Also zum einen, Daniel sagt, er war ein echter Türsteher. Ja? So, da müssen wir nur Also mal. richtig vollwertig. Genau, also Bruder. Bruder, sagt man ja so, ne? Wir Türsteher sagen ja Bruder. Ja. Hey, ich habe einen Follower, glaube ich. Es ist leider so klein und ich habe vergessen, wann ich das Taco einblende, aber ich glaube, ich habe einen neuen Follower. Schön. Herzlich willkommen. Dann sagt Samuel Xul, gab es Torus vor oder nachdem Björn bei G1 mitgemacht hat? Ist das eine Band oder was ist Torus? Torus ist ein NPC, Ah. der vor dem, ja, der sozusagen der Türsteher vom alten Lager ist, mit seiner Blechrüstung. Darauf sollte das auch abzielen, Ah ja. ja, Das ist schön. mehr, ist vorher als Scherz gemeint, Da habt würde ihr ich die sagen. Türsteher verewigt, ja. Schön. Den Türstehern ein Denkmal gesetzt. So, dann sagt der Kai an die Sache mit der Minen-Demo konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Stimmt, da Ja, war kannst mal was. sehen, Kai. Ja. Ja, der wird auch nicht jünger. Und Samuxulf sagt nochmal, Frage ja, ich denke mal, das soll heißen, frage mich ja, wie oft die Leitern getestet wurden. Das ist auch wieder irgendein skurriler Insider. Ja. Leitern bei euch im Spiel so schwer zu erklimmen oder. Ja, ach, naja. Also, wir haben halt sehr viele Sachen eingebaut. Wir haben halt irgendwie versucht, alles möglich zu machen. Und Leitern ist eine dieser Sachen so. Die waren wahrscheinlich am Ende immer noch nicht so, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Und darauf zielt das jetzt ab, dass einige Sachen vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Fließband hätten noch bearbeitet werden müssen. Ja. Schätze schon, ja. Ja. Aber man muss dazu sagen, wir waren ja völlige Newbies. Ne? Wir hatten von nichts eine Ahnung und haben es irgendwie zusammengezimmert. Und ja, gut. Und es ist halt das geworden, was es war am Ende des Tages. Und ja, bugfrei war es nicht. Das ist klar. Mal Ne? hier, Kai sagt gerade, es gab Leitern, die im Boden versunken waren, deshalb konnte man oben nicht aussteigen, Ja, wenn ich mich recht da erinnere. Guck gab es mal, so einiges. an was sich Leute erinnern, ne? An die Leitern. Ich kann mich an Ultima, boah, was war das? Ultima. Ach, keine Ahnung. An irgendeine Version von Ultima Gibt ja so erinnern. viele davon. Ja, wo ich beinahe meinen Computer aus dem Fenster geworfen habe, weil ich ständig an irgendwelchen Felsen hängen geblieben bin und nicht mehr weitergehen konnte. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber Vermutlich Ascension meinst du, ne? Dieses Ultima 9. Also es war auch Third Person, vermute ich, ne? Ja. Das war auch so ein Ding, das war riesig und kam vor uns raus. Und da haben wir uns auch ein bisschen dran orientiert, an einigen Sachen. Jetzt nicht, was die Bugs angeht, aber den Rest so. Und ja, es ist halt riesig, es hat Open World, es ist, hat eine tolle Geschichte. Und es war halt an einigen Stellen ein bisschen hakelig, weil es halt auch mit der heißen Nadel gestrickt war an einigen Stellen. Ganz bestimmt. Ne? Naja, aber das, obwohl da ja wahrscheinlich Richard Garriott noch hinter saß, ne? Das, ja, ist richtig. Ja, und der 8 Versionen mehr Erfahrungen hatte als ihr, ne? Das ist schon eine ziemlich krasse Leistung, wenn man sich überlegt, auf was für einem Ja, Entwicklungsniveau so der Rest der Welt damals es unterwegs ist war. immer so leicht dahergesagt, ne? Mach doch einfach noch mal das Gleiche wie vorher. Man fängt immer an mit so einem Projekt, ja,
Also, wir haben ja mittlerweile ein paar gemacht. Und dann nimmt man sich halt sehr viele Sachen vor und hat tatsächlich dann immer wieder erstmal die gleichen Sachen zu diskutieren, die gleichen Hürden nochmal zu nehmen und erstmal wieder den Stand zu erreichen, den man vorher in dem vorherigen Titel erreicht hat, sozusagen, um dann überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was man darüber hinaus noch imstande wäre zu leisten. Ja. Aber so, ne, also das wäre vernünftig, es so zu machen. Mhm. Ist aber so nicht. Man nimmt sich halt vor, das war kacke und dies möchte ich gerne ändern und das und so und dann packt man das alles auf einen Riesenhaufen, ja, und versucht das dann irgendwie umzusetzen und dann merkt man irgendwie ab der Hälfte so, okay, das funktioniert nicht, stopp, stopp, wir müssen zurück, wir sind zu wenig, so, ja. Entweder schmeißt man dann halt mehr Leute drauf, mehr Zeit, oder man sagt, okay, die eine oder andere Sache, die funktioniert nicht wirklich. Mhm. Ja. Jetzt seid ihr ja ein Entwicklerstudio, was sich sehr kreativ ausleben kann, weil ihr ja keine Auftragsarbeiten abliefert, sondern ihr macht ja in erster Linie eigene Titel. Ne, liege ich damit falsch oder kann man dazu sagen? Das kann man so sagen, richtig, ja. Ja. Kannst du eure Art zu arbeiten mit der Art vergleichen, die andere Studios haben? Also wie zum Beispiel, wen könnte man denn damit mal vergleichen? Deck 13 und King Art. Ich glaube, die sind in einer ähnlichen Situation wie ihr. Ne? Ihr drei seid so die mit eigenen Visionen, eigenen Titeln und... Boah, da kann ich ja gar nichts zu sagen. Also vergleichen, ja, wir haben auf der einen Seite den Luxus, dass wir 3 Jahre Zeit haben für ein Projekt. Ne? Und andere haben vielleicht auch bei Auftragsarbeiten vielleicht weniger Zeit. Das heißt, dass wir da tatsächlich planen. Hallo, sag mal ein bisschen leise bitte. Ich verstehe kein Wort, nicht mein eigenes. Dankeschön. So, wo war ich jetzt? Mit enger Familienanbindung. Ja, das, ich bin nee, ja auf so einer auf einer Hochparterre, ja, und da unten ist das Wohnzimmer und ich kann jedes Wort verstehen, was da gesprochen wird. Ach so, ja, reingequasselt, ja. Okay. Wenn man jetzt ein kurzes Projekt hat, von einem halben Jahr oder irgendwie sowas, ja, dann ist das schon ziemlich schwierig, sag ich jetzt mal, das mit unserem Kram zu vergleichen, ja. Wir haben so einen gewissen Rhythmus, den wir uns, sag ich mal, wie ich auch schon sagte, leisten können, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite wird von uns auch sehr viel erwartet. Das heißt, sowohl der Umfang als auch die Qualität. Ne? Gewisse Sachen, die wir vorgelegt haben mal, ne, von unseren Vorgängertiteln, gerade die Gothic-Reihe wird immer gerne genannt, Gothic 1 und 2. Mhm. Das heißt, wir werden immer daran gemessen, was wir damals da gemacht haben. Und auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz extrem mit Titeln, die gerade aktuell rauskommen, die vergleichbar sind mit uns. Mal zu nennen Witcher oder Mass Effect oder halt so Sachen wie Skyrim oder so. Ja? Und da ist es natürlich schon, sage ich jetzt mal, unser Universum, ja, oder unser Workflow, den wir jetzt gerade machen, den zu vergleichen mit Auftragsarbeiten. Traue ich mich gar nicht. Ich kann da gar nichts sagen. Weißt du, was das ich ist, sehr spannend finde? Wahrscheinlich was völlig andere Welt, ne? Wenn, ja, genau. Ne? Wenn du sagst, bei uns war es immer schon so, wir haben die Philosophie, wenn irgendwo Arbeit liegt, schnappt sich derjenige, der gerade Zeit hat. Ja. Das klingt ja auch nach sehr abwechslungsreichen, sehr individuellen, aber natürlich auch vielleicht ein bisschen chaotischem Arbeiten. Und damit meine ich chaotisch, meine ich jetzt gar nicht böse, meine ich nicht negativ, sondern kann ja auch sehr positiv sein. Wohingegen jemand, der eine Auftragsarbeit abliefern muss, ja häufig auch dem Publisher gegenüber, sich in irgendeiner Rechtfertigung befindet und sagt, ja, wir arbeiten nach dem Wasserfallmodell. Ne? Hier ist unser Projektmanager. Nein, wir arbeiten nach der Scrum-Methode. Ne? Und halt sehr viel ja reporten muss und sehr viel ja, Wert darauf legt, eben kein kreatives Chaos haben zu dürfen. Und das... Ja, das haben wir auch. Wir müssen auch uns einen Projektplan zurechtlegen. Wir müssen auch so etwas eine Abwandlung von Scrum machen, ja? Ah, ja. Die irgendwie aufgefropft werden muss auf die Piranha-Bytes spezifischen Bedürfnisse, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch nicht unbedingt wir können auch nicht machen, was wir wollen. Ja? Also ein paar Restriktionen haben wir auch. Wir haben auch so Dinge wie Fokusgruppentests und natürlich auch die Kunden, ja, die Community, die eine gewisse Sache von uns erwartet. Mhm. Ja.
Dann natürlich auch die Presse, die uns dran misst an dem Kram, den wir gerade machen. Und solche Dinge. Das heißt, man ist nicht so komplett frei. Ja? Also Sachen, die wir zum Beispiel mal gemacht haben, ja, wenn wir mal ein Feature weglassen oder es umändern oder so, dann werden wir gleich kritisch beäugt dafür. Das heißt, wir bewegen uns schon in einem Rahmen, den wir uns selbst geschaffen haben. Ja? Und das heißt, man kann da auch ausbrechen, man kann auch Dinge versuchen, wie zum Beispiel jetzt die Bewegungsfreiheit zu vergrößern, indem wir einen Jetpack einbauen. Das heißt, dem Spieler Püppchen tatsächlich erlauben zu fliegen. Ja? Das ist was völlig anderes. Anderes Gameplay, anderes Pacing. Das heißt, in welcher Reihenfolge kommen welche Dinge? Wie ist der ganze Kram geartet? Ja? Es erlaubt uns, eine größere Welt zu machen, eine bessere, erklimmbare Welt irgendwie. Das heißt, dass du tatsächlich viele Dinge bauen darfst, ja, die du vorher halt immer mit einer Rampe versehen musstest oder sonst was. Jetzt können wir einfach bauen, wie wir wollen, weil du kommst auf jeden Fall drauf. Ja? Solche Dinge, aber ja, im Endeffekt müssen wir uns schon so ein bisschen daran orientieren, was wir vorher gemacht haben, weil halt so Dinge von uns erwartet werden. Auftragsarbeiten sind halt so, dass sie tatsächlich entweder eine Marke vorlegen, ja, die man bedienen muss, oder dass sie halt ein gewisses Gameplay, also ein gewisses Genre tatsächlich vorlegen. Und wenn man uns jetzt beispielsweise mit einem Autorennspiel oder mit einem Strategiespiel beauftragen würde, das ja. Das wäre ein großer Spaß, das, ja. Ja, das, oh Gott. Ja, sowas kann ja eine Firma direkt zerstören. Ne? Also da. So, und da deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Hm. Ja. Wir haben auch nie, sage ich jetzt mal, ein Universum, ein bestehendes Universum auseinanderpflücken und ein Spiel dafür machen müssen. Wir haben uns die Arbeit machen müssen, tatsächlich jedes Mal eine eigene Geschichte und ein eigenes Universum auszudenken und zu erfinden und das auch mit Leben zu füllen und so weiter. Ja. Das ist eine völlig andere Art der Arbeit, als zu recherchieren und Dinge, die als gegeben hinnehmen oder halt Leute, die als Fans einer gewissen Sache, einer gewissen Buchreihe oder was auch immer tatsächlich dann zu bedienen und Sachen, die Leute erwarten, dann auch wirklich dann ins Spiel einzubringen. Ich halte das für sehr schwierig und ich glaube, es ist nicht einfacher, einfach alles selber zu erfinden, aber es ist auch nicht einfacher. Es ist einfach nicht vergleichbar. Jetzt habe ich irgendwie in dem Satz 10-mal einfach gesagt. Ja, ist egal. Das ist einfach schön. Okay. Das einfach mal so hören. Ja. Das Wort einfach zu verwenden bei uns in der Firma ist eigentlich verboten, weil es gibt nichts Einfaches. Ne? Ja, schön. Aber ich liebe solche Wörter, die sich einfach einschleichen. Halt ist auch so super. Da müssen wir halt echt mal gucken, dass wir das halt mal machen. Weil einfach macht ja in dem Sinn, in dem Satzzusammenhang meistens noch irgendwie Sinn. Es ist einfach nicht so. Da kann man ja sagen, alles klar, das ist ja irgendwie einfach, hat mit, ne, damit was zu tun. Aber das Wort halt hat ja überhaupt keinen Sinn. Großartig. Ich benutze, glaube ich, ständig halt. Aber ich weiß es nicht. Das wissen die Leute, die uns zuhören, besser. Der Samuel Xul hat hier zwei Sachen geschrieben. Das eine, gibt es dann für die Scrum-Begriffe einen Ersatz, der nichts mit Rugby zu tun hat, sondern eher sowas wie Questlog? Und das zweite ist, Sascha würde sich über ein Rennspiel freuen oder wie war das mit dem Easter Egg in Gothic 2? Verwechsel ich da was? Da spielt ja Samu X Sui Ul? Ul, okay. Ich habe meine Brille nicht auf. Auf das Autowrack an, was Sascha Henrichs, unser Level-Experte, damals im Add-on oben auf den Canyon gepackt hat. Weil er mal irgendwann gesagt hat, in grauer Vorzeit, er würde gerne mal ein Autorennspiel machen und hat sich es dann nicht nehmen lassen, zumindest mal ins Add-on von Gothic 2 ein Autowrack einzubauen. Ne? Und das ist halt so auch so ein Easter Egg. Ja, sehr schön, sehr schön. Gothic 1, wann kam das genau raus? 2001. Ne? Da war noch alles in Ordnung bei der Phenomedia, oder? Das waren noch die goldenen Zeiten. Ja. Wie ging es dann weiter? Also da muss es ja quasi, habt ihr mit Gothic 2 gestartet? Ja, ich glaube schon, ja. Und dann muss doch die Phenopleite gekommen sein, ne? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall irgendwo da
Na, wir hatten dann noch irgendwie. Ja. Ich guck mal gerade. Korrekt. Hier. Ich, ne, so, ne, ist so, korrekt. So. Von der Zeit her ja. Von der Zeit her ja. Ne? Und ich stelle es mir total krass vor, genau hier im August 2002. Insolvenz der Muttergesellschaft. Ich stelle es mir total krass vor, mit so einem Trouble im Nacken irgendwie klarkommen zu müssen. Die Finanzierung, Management, Buyout, dieser ganze Kram, der damit dann zusammenhing, der damit einherging. Und trotzdem habt ihr mit Gothic 2, meiner Meinung nach, ja, vielleicht sieht die Community das anders, aber meiner Meinung nach eigentlich den besten Teil der Reihe abgeliefert. Ja, hören wir sehr häufig. Ja. Und ich werde auch jedes Mal dafür kritisiert, wenn ich sage, dass wir das in 11 Monaten gestemmt haben, das Ding. Ne? Das klingt dann immer so abwertend, ne? Aber das ist gar nicht so gemeint. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben und haben 16-Stunden-Tage gekloppt. Und manchmal, gerade auch zu Gothic 1-Zeiten, hatten wir auch 100-Stunden-Wochen. Ja? Also das war echt, wir haben den Gothic geatmet früher und haben echt versucht, das Beste draus zu machen. Ja, es war, man hatte die Möglichkeit, die bestehende Engine zu verwenden, die da war, die gar nicht großartig, sag ich jetzt mal technisch, jetzt zu revolutionieren oder so, ja, und hat sich hauptsächlich um Content-Generierung gekümmert. Und das war unser Glück, sag ich jetzt mal, dass uns da jetzt nicht so große Steine in den Weg gelegt worden sind, dass wir tatsächlich in 11 Monaten Gothic 2 produzieren konnten. Und ja, das war, ja, man musste Ruhe bewahren. Man muss aber dazu sagen, dass wir von dieser Insolvenzgeschichte relativ wenig mitbekommen haben, also wir Piranhas. Ja. Also das war... Naja, ihr wart nicht in dem Trutzbau, ne, damals, sondern ihr wart damals, glaube ich, schon in Essen, ne? Nee. Nee, nee, wir waren auch in diesem babyblauen Betonbau, wo an der Decke die Fußtapsen der Bauarbeiterin zu sehen. Echt, da wart ihr drin? Sag mal, wie ich gewesen? Ich war doch so oft da. Ja, wir waren nicht so laut vielleicht. Ja. Oder doch, weiß nicht. Ja. Nee, wir waren da drin, ja. Wir hatten eine Etage da. Und ja. Ach, das kann der Grund sein. Weil ihr wahrscheinlich eine eigene Etage hattet. Ich war natürlich das kann in sein, erster Linie bei Tom und Feno. Mhm. So, ja, dann waren wir woanders. Ja, okay. Dann waren wir woanders. Und ja, und dann hieß es halt irgendwann so, wir müssen hier raus. Und dann haben wir uns ein Haus gemietet, weiter weg, und haben halt geguckt, wer von Piranhas wohnt denn irgendwo in der Nähe Duisburg, wer wohnt in der Nähe Dortmund, wer jetzt hier um Bochum drumherum, weil Bochum war ja damals die Stadt, wo die Phänomedia ihr Büro hatte. Und dann hat sich rausgestellt, dass Essen wohl, also die Stadt Essen wohl irgendwo zentral liegt, ne, von allen, die halt zu uns kommen würden. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann ein Haus zu mieten, Mehrfamilienhaus, in Essen an der Ruhrallee. Und das ist es bis heute auch immer noch. Das ist echt so gemütlich bei euch. Ne? Ich war nicht oft da, ich war 2 oder 3 Mal da. Und ich habe jedes Mal gedacht so, what, ist doch kein Büro. Nee, ist kein Büro, das stimmt. Das ist echt, ich meine, durch sowas habt ihr dann natürlich zufällig auch dafür gesorgt, dass ihr so den Ruf des coolsten deutschen Entwicklerstudios haben wir das? Habt. Ja, klar. Okay. Mit Abstand. Also es gibt natürlich andere richtig tolle Entwicklerstudios, ne? wo die Leute auch gerne arbeiten, aber so, ihr habt so den legendärsten Ruf. So mit allem drum und dran. Ja, ihr macht halt die individuellsten Spiele. Immer wieder sehr überraschende Fortsetzungen oder eben neue Marken, die der aus der Tasche zieht. Das ist schon. Ich kriege das ja gerade beim Entwicklerpreis oder bekam das ja gerade beim Entwicklerpreis immer von der anderen Seite mit. Ja, da sitzt da so eine 60-köpfige Jury und da war das immer ein Thema. Ihr wart ein Thema, eure Spiele waren ein Thema. In diesem Jahr kommt ja nichts, aber nächstes Jahr. Das ist schon anders als die anderen wirklich tollen Entwickler, wie eben ein King Art oder Deck 13 oder jetzt bin ich wieder ungerecht, weil mir 2, 3 nicht einfallen, aber Chimera oder wie sie heißen, ne? Die sind ja auch tolle Studios. Aber die haben eben nicht diesen Flair. Ne? Dieses, naja,
Naja. Legendär war natürlich jetzt auch im letzten Jahr dein Anzug beim Entwicklerpreis. Sag mal, was genau war das? Ich habe jetzt, als ich hier das Interview angekündigt habe, haben mehrere Leute gesagt, ja, das war ja der Elex-Anzug. Ich so, echt? Ich glaube, sowas Naja, sagt man direkt. nein. Das ist eigentlich der legendäre Nuttenfummel, mit dem ich normalerweise in der schwarzen Szene rumhänge. Man nannte mich auch immer entweder den Gotenalf oder den Flokati-Affen. Ja? Schön. Also, Beides ja. sehr liebevolle Begriffe. Ja, genau. Und ja, damit gehe ich halt raus. So, das ist so meine Abendgarderobe, wenn ich sage, so, ich hau mal auf die Kacke. Ja, Und schön. ich fand das irgendwie sehr passend zur Preisverleihung, weil es ist ja so, jeder haut sich da irgendwie in Schale so, ne? Und aber Anzug irgendwie, aber nee, komm. Ja. Ne? Ziehst du Ja. einfach mal die Klamotte an, so, ne? Und das war mal so mal am Bach. Ja, war mal angebracht, ne? Hattest du Ja, auch, richtig. wie ich fand, hast du einen ziemlichen Impact hinterlassen? Ich meine, wir hatten an dem Abend ja mehrere echte Hingucker da, ne? Da war irgendwie der Lars mit seinem völlig absurden, was war das? Tetris-Anzug oder so, ja, der Andi war da, auch mit irgendwie so einem wilden Computerspiel-Anzug, dann du. Tja, und ich habe mich nicht getraut, ich wollte eigentlich in einem weißen Anzug auf die Bühne. Und dann habe ich mich doch Ja, ich für... hatte mir erst überlegt, ob das nicht vielleicht ein bisschen respektlos ist, den anderen gegenüber, da so eine Party-Klamotte anzuziehen. Aber es ist halt so, es gibt auch Leute, die kamen dahin, wie sie sich wohlfühlen, oft genug. Ich kenne ja ein paar von euren Veranstaltungen, da dachte ich, ja gut, okay, wenn du wenigstens adrett daherkommst und ne, ein bisschen rausgeputzt, dann ist das okay. Man muss ja nicht mit Flipflops und einer kurzen Hose da antanzen. So, ne? Also das sollte keinesfalls respektlos daherkommen oder so. Ja. Eher im Gegenteil. Ja. Ne? Ja. Ja. Meine Herren, ne? Also ich fand das klasse. Ich mag das. Also es ist ja auch ein großer Unterschied, ob man in, ich sag jetzt mal, Jeans und T-Shirt dahin geht. Ne? Und Ja, richtig. So sich so gar keine Gedanken gemacht hat, offensichtlich. oder ob man eben mit einem coolen Outfit da aufhört. Ne? Also insofern alles gut. Aber ich halte mal fest, also ich, ne, wir halten mal fest, es ist kein Elex-Anzug gewesen. Wobei andererseits Nein. könnten wir das jetzt natürlich zum Elex-Anzug machen. Und dann gibt es jetzt einen Elex-Anzug. Okay. Na ja, gut. Ja. So, hier. Kolea, der liebe Christoph, sagt, es war angebracht und sehr sexy. Vielen Dank. Ja, Samu sagt, das nächste Mal sprechen sich alle Entwickler ab und lassen sich Cosplays schneidern. Das will ich sehen. Ich bin ja in diesem Jahr, dadurch, dass ich da auf der Bühne war, mal in einer völlig anderen Perspektive gewesen. Und wenn man so von der Bühne runterguckt auf diese Tische, Kronleuchter, ja, und da sitzen lauter Leute, die er sich alle irgendwie irgendwann vorm Schick gemacht hat. Mir ist eigentlich ehrlich gesagt total egal, als was man sich da schick macht. Das ist einfach ein geiles Bild. Also, das war schon cool. Aber zurück zu Lück. Ihr habt also in 11 Monaten Gothic 2 rausgehauen. Aber für Gothic 3 habt ihr euch deutlich mehr Zeit gelassen. Das ist richtig. Woran lag das? Unsere Problemprojekte, wenn ich das mal so betiteln darf, waren immer die, wo wir ein neues Animationsrig gebaut haben und wo wir natürlich an der Stelle, wo wir halt eine neue Engine hatten, ne? An der wir jetzt weiterentwickeln seit Gothic 3. Und dann auch wirklich kein Stein auf dem anderen gelassen wurde im Endeffekt, ja? Auch wenn das so vielleicht rüberkommt. Aber mittlerweile sind wir da so weit, dass wir sagen, gut, okay, gut, was machen. Weil es ist ja so eine philosophische Frage, soll man eine Engine lizenzieren oder soll man sie selbst machen? Da streiten sich die Gelehrten mittlerweile. Obwohl zu der Zeit, als die Unreal und andere Engines halt diese billigen Mietpreise dann, sag ich jetzt mal, zugelassen haben, da war es für viele gar keine Frage, eine eigene Engine, das können wir ja nie stemmen von den Kosten her und so weiter. Und wir sind in der glücklichen Position, sag ich jetzt mal, dass wir uns damals dazu entschlossen haben, tatsächlich das Ding immer mitzupflegen und zu warten und machen und tun, was natürlich auch mal einen Großteil unserer Entwicklungsarbeit ausmacht, klar. Aber das macht sich für uns bezahlt, weil wir nämlich auf bewährte Mechanismen zurückgreifen können, dass wir die Sachen, in denen wir gut sind,
dann auch immer wieder liefern können, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Tools da sind, dass wir jetzt nicht irgendwie ein Jahr warten müssen, bis irgendwie die Sachen nochmal und dann haben die wieder Kinderkrankheiten und. Und das war halt zu Gothic 3 Zeiten, war das halt so, dass wir die Sengen, so hieß das Ding damals, von Gothic 2 und dem Addon und Gothic 1, halt nicht mehr, als wir hätten es abkaufen müssen. Den Mad Scientists, ja, das waren drei Jungs, der Ulf Wohlers, der Dieter Hildebrand und der Bert Speckels, das waren drei Programmierer, die mit Piranha Bytes direkt gar nichts zu tun hatten, die waren nicht irgendwie eine Angestellte oder sowas, sondern das waren halt Partner, ne, und die haben sozusagen eine Auftragsarbeit erledigt, so, ich weiß jetzt nicht, vielleicht axten die mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber so habe ich das zumindest immer gesehen, ja, die haben die meiste Zeit halt zu Hause dran gearbeitet, also per Outsourcing würde man das heute nennen. Und dann gab es halt auch mal so Tage oder Wochen, wo sie halt bei uns waren, aber die meiste Zeit waren sie halt gar nicht da. Und dann ging es halt irgendwann nicht mehr. Die hatten ihr Studium dann wieder aufgenommen, als die Titel durch waren, also Gothic 1, ne? Und dann hatte der Bert Speckels sich noch hingesetzt, noch ein Modkit gebaut und hin und her, aber dann erschöpfte sich das auch und wir haben im Grunde genommen dann das Ding da gehabt und hätten, sag ich jetzt mal, da gar nicht großartig mehr was draus machen können, sag ich jetzt mal, ohne wirklich tatsächlich grundlegend Dinge zu ändern. Also haben wir die komplett neu aus dem Boden gestampft. Natürlich auch mit bewährten Dingen, ja, die wir so kannten und es sind ja auch sehr viele Leute dabei gewesen, wie Oliver Höller oder der Philipp Krause oder der Roman Cascanti oder der Kurt Pelzer aus den Cold Creatures Ecke, ne? Auch von der Phänomedia damals und die dann halt die Engine mit hochgezogen haben. Und das ist natürlich eine, so eine Nummer. Ne? Man will natürlich auch international irgendwo dann konkurrenzfähig sein. Und dann baust du halt eine Engine und das ist halt nicht mal eben gemacht. Während alle anderen Content-Leute darauf warten, dass die Sachen fertig werden. Und dann haben wir halt sehr lange vor uns hin designt und gemacht und hin und her und dies und das. Und dann war es halt so, dass am Ende der Content dann eingebaut werden musste mit einer halbfertigen Sache halt irgendwo. Ne? Ja. Und das ist eine Sache, die, sag ich jetzt mal, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte oder so. Wir haben ja schon fast 4 Jahre oder sowas dran gesessen. Also irgendwann muss das Ding ja auch mal das Runde mal ins Eckige. Ne? Also die CD in die Schachtel, nützt ja nichts. Und das in der Situation waren wir halt damals so. Ne? Dann gab es auch noch mit Joe Wood noch diverse Dinge. Und das gab dann so ein Gesamtbild und dann halt das, was bei Gothic 3 rausgekommen ist. Anschließend, bei Risen 1, hatten wir uns dann den Auftrag selber erteilt und auch von den Kunden her, so, wenn ihr jetzt noch mal irgendwelche schlimmen Bugs so am Ende noch drin habt. Ne? Und ich glaube, Risen 1 war so bugfrei, wie es sein konnte. Ja. Und da haben wir uns halt versucht, irgendwie zu rehabilitieren aus dieser doch sehr turbulenten Zeit. Und ihr benutzt diese Genome Engine immer noch, ne? Im Prinzip ja, aber die ist halt jetzt immer so, wenn so ein Projekt, und so ein Projekt dauert ungefähr 3 Jahre, Pi mal Daumen. Ja. Ne? Und in den 3 Jahren wird diese Engine natürlich auf den Kopf gestellt, da werden Module rausgerissen, da wird der Renderer komplett ausgetauscht, da wird, ja, da bleibt nicht eins beim anderen, aber die Basis damals, womit wir angefangen haben, ist noch aus Gothic 3 Zeiten, tatsächlich die Genome Engine, das ist richtig. Mittlerweile würden wir sie vielleicht sogar anders nennen, weil sie eigentlich mit der damaligen Engine nichts mehr zu tun hat. Ja. Ja, interessant. Ja. Ey, Risen 1 ist jetzt auch schon 8 Jahre her? 9 Jahre, 8 Jahre? 2009, ne? Kam das raus, oder? Wenn du das sagst, ich habe es ja vergessen. Ja, ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken, aber ich meine so... 2006 ungefähr war auf jeden Fall... 2006, 7 war Gothic 3. Ja, dann kommt das hin ungefähr. Ja. Bei Gothic 3. Ist mir aufgefallen, als ich das hier vorbereitet habe, dass die Bewertungen in den Magazinen so unfassbar weit auseinander lagen. Ne? Wie kann man sich denn sowas erklären? Also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr, aber da gab es Werte irgendwo im 69er-Bereich, 65er, 69er. Das hat sich zu heute doch auch nicht geändert. Wir haben seit der Zeit irgendwie immer polarisiert. Das haben wir.
Und wir sind bei den diskutierten Spielen oder meist diskutierten Spielen des Jahres oder so, sind wir in den Charts immer ziemlich weit oben, weil einige finden uns total scheiße und die anderen finden uns total geil. Und es gibt wenig dazwischen, sage ich jetzt mal. Ja? Das sieht man auch an den Bewertungen bei Metacritics beispielsweise und so weiter. Ja? Das heißt, das Problem haben wir immer. Es ist halt schon eine eigene Sache, unser Spiel ist sehr eigenwillig vielleicht oder hat halt so einen gewissen Anspruch an den Spieler vielleicht oder es ist halt sehr eigenwillig so. Ne? Und es ist vielleicht nicht unbedingt für jedermann, dass er das unbedingt mögen muss oder so. Und da bewegen wir uns schon seit Jahren. Da hat sich aber auch seitdem nichts geändert. Das war immer schon so. Okay. Ne? Ja, mir ist es nur bei Gothic 3 so in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich, weil das erste Spiel war, was ihr mit Joe Wood rausgebracht habt. Ne? Und irgendwie hat man da, glaube ich... Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Das ist richtig. Das stimmt gar nicht. Richtig. Genau. Hier, die Nacht des Raben. Ne? Das war, glaube ich, der erste Titel. Kann gut sein, ja. Ja, auch egal. Also, worauf ich hinaus wollte... Aber mit Gothic 2, glaube ich, waren wir doch auch mit Joe Wood da unterwegs, oder nicht? Das war doch nicht Egmont mehr oder Shoebox oder wie das Ding hieß. Das war auch schon Joe Wood. Mir ist es deswegen so in Erinnerung geblieben, weil Joe Wood auch damals nicht den besten Ruf hatte. Ne? Und ich weiß noch, dass ich bin mir sehr sicher, dass ihr beim Entwicklerpreis damit ziemlich abgeräumt habt. Ich meine, ihr seid auch bestes Spiel gewesen. Ja. Und also innerhalb der Bereiche, wo Fachleute drauf geguckt haben, die selber Spiele machen, da ist das schon extrem gut angekommen. Aber auch da war es ein großes Thema, welche Geschäftspraktiken Joe Wood damals an den Tag gelegt hat und. Das sind so ganz viele Aspekte, die, glaube ich, da draußen manchmal auch in der Tiefe ja gar nicht wahrgenommen werden, aber die alle zu solchen Bewertungen führen. Ne, da hast du dann auch noch die beleidigten Redakteure, die sich über die mangelnden Anzeigen in ihren Magazinen ärgern und so weiter und so fort. Ne. Was ist denn dein persönliches Lieblingsspiel von den dreien? Oder von den vieren, inklusive des Add-ons von Gothic? Kann ich nicht sagen. Ich war bei allen dabei und alles hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile gehabt. Deswegen so Lieblingsspiel würde ich gar nicht sagen. Ja. Nee. Kannst du mich nicht zu kitzeln? Das kriege ich nicht auf die Kette, das zu sagen jetzt irgendwie. Nee, ist ja eigentlich das auch gar nicht schlecht. Weil das ist immer, man möchte immer gerne, jetzt aber so. Ne? Das sind so die 3-Monats-Koliken, wie beim Baby. Baby kommt auf die Welt irgendwie und dann musst du dich kümmern. So ist das am Anfang eines Projektes. Man nimmt sich immer irgendwas vor, muss total geil werden, alles und so, besser als letzte Mal und so. Und dann kommt dann mal was, warum? Ne? Ja. Und da muss man, soll ich das jetzt bewerten? Was war jetzt besser, was war jetzt schlechter? Vermutlich ist das alles eingefärbt mit der Situation, in der man sich dann während des Releases oder so befindet. Da erinnert man sich eigentlich am meisten dran. Ne? Und Gothic 3 war am Ende natürlich für uns vermutlich so das gefühlte erfolgreichste Spiel, weil es halt so gemocht wurde von vielen. Auf der anderen Seite aber, ja, waren auch viele Leute natürlich auch zu Recht erbost über diverse Dinge, wie sie gelaufen sind, ob jetzt Joe Wood, ob jetzt Piranha Bytes, egal was, ob die Bugs oder vielleicht ein anderes Spiel, was sie erwartet haben, weil wir haben ja ein anderes Spiel gemacht, das anders sich anfühlte als beispielsweise Gothic 2 oder das Add-on. Ja? Und unser Team, also Piranha Bytes, schon ziemlich auf dem Prüfstand und vor der Zerreißprobe, sage ich jetzt mal, weil wir ja doch sehr kritisiert wurden und man hat uns auch die Pest an den Hals gewünscht und was weiß ich alles. Das ging halt ziemlich ab. Das ist für mich so, sage ich jetzt mal, so das der Memorial Moment gewesen, so am Ende von Gothic 3. Ja. Hatte mich gerade zu der Zeit auch dazu entschlossen, den Lehrer an den Nagel zu hängen, während der Produktionszeit und so. Da spielte alles so mit rein. Ne? Und naja gut, aber im Endeffekt, gut, sollten wir jetzt sagen, wir stecken jetzt auf, ne? Und kriegen jetzt mal Gegenwind, weil es irgendwie ein bisschen kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite, einige mögen uns, andere hassen uns. Ja, und dann haben wir uns irgendwann gesagt, ach komm, jetzt ist recht. So, komm, wir machen weiter. Wir machen gute Spiele, ja, und wir müssen uns an unseren Fehlern oder an unseren Sachen halt messen lassen. Klar, wir stecken auch gerne Kritik ein. Wir nehmen uns das zu Herzen, was die Community über uns sagt. Wir versuchen halt
daraus zu lernen aus unseren Fehlern, weil es ist ja nicht so einfach. Ne, so ein Riesending nochmal und irgendwie ist es nicht. Ja. Ja. Wie hatte sich deine Rolle verändert so innerhalb der ersten drei Gothic-Titel? Bist du nach wie vor so quasi, also meine ich jetzt durchaus positiv, die eierlegende Wollmilchsau gewesen oder warst du weiter nur für die Programmierung als Teamlead zuständig oder was hat nein, sich da bin ich, da, nein, das hat sich geändert natürlich, aber von QA-Lead und halt kam eine Menge dazu. Jetzt bei Elex beispielsweise habe ich die Musik und Sound noch dazu bekommen zu Head of Story und halt Game Design und Zeugs. Das hat sich natürlich gewandelt, aber das war ein schleichender Prozess und so. Und ich bin halt ein Mensch, ich suche gerne Herausforderungen. Und ja, man muss ja auch irgendwie, man darf nicht aufhören zu lernen, denke ich. So, man muss auch immer gucken, was habe ich gestern gemacht und ich muss mich auch irgendwie immer steigern. Ich meinte so ein Typ jetzt, ich war noch gar nicht bei Elex und so, sondern ich war tatsächlich bei den Gothic-Titeln jetzt noch, weil ich habe so das Gefühl, dass ich auch zwischen Gothic 3 und Risen euer Team ja auch nochmal ziemlich neu aufgestellt hat. Ne? Ja. Aber ich sag mal so, heute ne, sind noch 9 Leute da, die mindestens an einem Gothic-Spiel mitgearbeitet haben. Oh, okay. Also heute sogar noch. Ne? Ja. Ja, und ja, richtig. Und naja, man sieht halt, dass es so ein schleichender Prozess ist. Mhm. Ja, es gab so eine Zeit nach Gothic 3, wo halt unser Team durchgeschüttelt wurde. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, irgendwie das wäre jetzt gespalten gewesen oder irgendwie, dass man gesagt hätte, okay, jetzt müssen wir wieder neu anfangen oder so. Das war eigentlich immer recht, also das Kernteam war eigentlich immer ziemlich stabil. Mhm. Ne? Mhm. So, das würde ich so sehen. Ja, war doch cool. Ja. Ich muss an dieser Stelle einmal auf etwas hinweisen. Der liebe Christoph ist sowas Ähnliches wie mein Social-Media-Leibwächter. Und der hat gesagt, ich soll immer auf meinen Discord-Channel hinweisen. Das mache ich jetzt. Ich habe es nur leider nicht geschafft, hier irgendeine Form von Grafik oder so einzubauen. Immerhin schon eine Werbung für meine eigene Veranstaltung eingebaut. Aber noch nicht für den Discord-Channel. Lieber Christoph, vielleicht kannst du mal einen Link oder so dazu posten. Du kannst auch sowas Tolles. So, da habe ich das jetzt auch gemacht. So, Toxisch hatte eben nochmal gefragt, eine Engine ist also quasi das Betriebssystem eines Spiels. Da kann man einfach sagen, ja. Ja, ja. Richtig. Genau. Ja. Die war einfach die Frage. nach Gothic habt ihr dann Risen gemacht. Ganz abgesehen davon, dass ich mit dem Namen des Spiels etwas auf dem Kriegsfuß stand. Für mich war das 2 Jahre lang Risen, ja, und das hat mir auch nie einer widersprochen. Ist das natürlich trotz allem eine Überraschung gewesen, dass ihr nicht in dem quasi Gothic-Universum geblieben seid, ne? Wo kam die Idee her? Durften wir nicht. Ah. Wir hatten uns geeinigt halt, ne, mit Joe Wood und das war halt, die hatten, glaube ich, irgendwie die Rechte dazu bekommen. Wie gesagt, ich müsste noch meine Verträge gucken oder Leute fragen, die sich wirklich damit auskennen. Aber ich glaube, es war so. Wir hatten den Joe Wood-Leuten, die durften, glaube ich, irgendwie ein Gothic 4 machen und ein Add-on oder irgendwie sowas. Und dann gingen die Rechte wieder an uns zurück. Ach so. Oder sowas okay. In der Art. Na, ja. Und so ist das jetzt auch. Mhm. Ne? Das heißt. Genau, und da haben wir halt gesagt, wir wollten halt irgendwo auch mal einen Schnitt machen, wir wollten was Neues anfangen, das kam noch dazu. Mhm. Ne? Und entsprechend war es auch Zeit für was Neues einfach. Und ich meine, da ist jetzt hier unser Interview nicht der richtige Platz für, ne? Weil das so in Marketing-Richtung geht, aber ist das Thema Gothic komplett für euch abgeschlossen? Oder ist das so ein Ding, wo ihr sagt so, naja, hier ein Drittel Herzblut des gesamten Teams hängt da nach wie vor dran. Ja gut, okay, wenn ich sagen würde, das ist uns egal, würde ich lügen. Natürlich liegt uns das am Herzen, wie allen anderen Fans natürlich auch. Wir haben es ja gemacht. Aber es ist halt, die Erwartungshaltung an so einem Ding ist uns momentan halt, es ist halt sehr
frag 5 Leute und du kriegst 10 Meinungen darüber, was es ausgemacht hat. Und die Ansprüche sind halt sehr, sehr unterschiedlich, wenn man versucht, einfach nur den Versuch startet. Das haben wir schon öfter mal gemacht. Wie würde das denn jetzt aussehen? Was müsste das denn haben? Da fängst du eine Diskussion ganz ruhig an, ja, mit einem Kreis von Leuten und so, und danach kannst du sehen, wie die sich alle gegenseitig dann nachher anbrüllen, was jetzt und ihr und da, und dann müssen wir aber und die, verstehst du, dass man dann irgendwann als Projektleiter sagt, Jungs, lasset, ist noch nicht die Zeit dafür, so, ja, ist noch nicht die Zeit dafür, wir haben noch nicht so diesen klaren Gedanken, wo wir sagen, das ist es jetzt, da wollen wir hin, so, ne? Und deswegen fühlen wir uns auch in dem Universum, in dem wir gerade unterwegs sind, sehr wohl, weil es halt nicht reines Fantasy ist, weil es halt doch dieses skurrile Setting ist, was wir da machen. Und deswegen finden wir das auch völlig in Ordnung, so wie es im Moment ist. Es gibt euch natürlich jede Menge Freiheiten. Ihr könnt in einem Elex-Universum könnt ihr natürlich total abgedrehtes Zeug machen. Wie muss man sich so die Entstehung eines Spiels bei euch denn vorstellen? Wenn du sagst, ihr sitzt da in einer Runde, ist das so eine Art basisdemokratischer Prozess? Also natürlich könnt ihr nicht mit 27 Leuten da sitzen und sagen, was machen wir denn als nächstes? Aber gibt es na gut, also, ja. Gibt es so eine Art also, Kernteam, so ein Think Tank von den Piranhas und dann kommt ihr nach einer Gothic Party zurück und habt die Idee fürs nächste Spiel? Oder wie läuft das? Meistens ist es so, dass es einige Dinge gibt, die klar sind, die zu tun sind, was wir als nächstes machen wollen, weil das Feedback halt rein schneit, ne? Mhm. Für den vorherigen Titel, beispielsweise bei Elex, sind ja sehr viele Sachen, die wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, die Leute Dinge fanden, die wir gemacht haben. Mhm. Und beim nächsten Titel, den wir jetzt machen, wie auch immer der geartet sein wird, müssen wir halt auf diese Dinge Rücksicht nehmen. Das heißt, dass einige Bereiche schon wissen, worauf sie sich jetzt konzentrieren müssen oder wo sie halt sich verbessern müssen oder wo sie halt sagen, okay, wir müssen das nächste Mal die und die Sachen machen. Und dann werden an den Ressourcen gearbeitet und an den Fähigkeiten. Dann wird Research gemacht, da werden auch Weiterbildungen gemacht und so weiter. Mhm. Und momentan läuft das halt so, dass ich mich hinsetze, mir die Leute halt ranhole und gucke, was wollen die, was will das Team, was war gut, was wollen sie nochmal machen, was settingmäßig oder so, ja, fand ihr jetzt Fantasy cool, fandet ihr jetzt hier so Mad Max-Typen cool oder was haltet ihr überhaupt von dem Science-Fiction-Kram, den wir da eingebaut haben, und dann kristallisiert sich schon so ein bisschen so ein Bild raus, wie das nächste Spiel aussehen könnte, ne, was wir machen, das halt ganz extrem davon abhängt, worauf das Team im Schnitt Bock hat. Und dann setze ich mich hin und design mir da einen. Ne? Ja. Erstmal eine Grund, eine Basis, worum es gehen könnte, was, welche Typen da rumlaufen, was für Rüstungen die tragen könnten, welche Monster das sein könnten, welche Landschaftsarten das sein könnten und so. Und auch schon eine grobe Geschichte im Kopf dann halt und so weiter. Und mit dem Krempel gehe ich dann pitchen bei dem jeweiligen Publisher und komme dann mit einem positiven oder negativen Ergebnis zurück. So, jo, wollen sie machen, ne? Und oder nicht, oder müssen wir halt nochmal gucken. Ja. Und dann wird sich, bitte? Wie viel Prototyp brauchst du, um so einen Pitch zu machen? Ist das alles, reicht es, den Leuten zu erzählen, was ihr vorhabt? Man kann unsere Situation nicht mit anderen Teams vergleichen. Wahrscheinlich nicht, ne? Ihr seid nein, sehr... weil, nein. Hm. Ja, weil Piranha Bytes muss diverse Dinge tun und muss diverse Dinge in ihrem Pitch drin haben, die andere Teams vielleicht nicht brauchen oder vielleicht auch Dinge darüber hinweg brauchen. Mhm. Weil worauf guckt ein Publisher? Ein Publisher guckt darauf, wie groß ist das Team? Ja, wie viele Leute müssen da bezahlt werden? Wie groß ist der Scope von so einem Titel, der da gemacht wird? Wie erfahren ist dieses Team? Was genau ist der Business Case? Das heißt, wie viel Geld soll es kosten und dann nachher einspielen? Wie viele Einheiten will man dann nachher damit verkaufen? Mhm. Und ja, macht das überhaupt Spaß? Traue ich als Producer dem Team überhaupt zu, tatsächlich diesen Titel zu Ende zu bringen erstmal in der angegebenen Zeit? Man rechnet ja immer so ein bisschen so ein paar Prozente drauf. So, ja gut, ein Titel dauert halt länger. Wir sind in der Games-Branche, kennen wir ja alle Knickknack so, ja. Ja, ne? Ja. Aber im Endeffekt muss es grob schon ungefähr stimmen und es muss auch plausibel sein und so weiter. So. Und wir sind halt wir. Man kann uns
sage ich jetzt mal, besser ausrechnen als jetzt beispielsweise ein Newcomer-Team von 5 Leuten oder so. Ich sage jetzt irgendwas Imaginäres, was mir gerade in den Kopf kommt, weil ich kenne mich gar nicht so aus mit Indie-Entwicklungen von Titeln oder was weiß ich so. Ja. Deswegen ist das schwer vergleichbar. Ich könnte gar nicht mal sagen, was man tun müsste, um tatsächlich mit einem kleinen Team erfolgreich zu sein. Ja. Das müsste ich mir auch erstmal anlesen oder mir erzählen lassen von jemandem, der sich damit auskennt. Und vermutlich würde ich ziemlich schnell wissen, okay, das sind die Kerndinge, habe ich ja schon mal gemacht. Okay, dann reicht das. Das wäre dann aber schon fokussieren auf eine ganz bestimmte Sache und ich habe halt andere Aufgaben. Mhm. Ja, weil Piranha Bytes Projektleiter zu sein, ist schon eine ganz spezifische Sache. Ja. Das ist schon sehr speziell, ja. Jetzt hast du ja zwei Hüte auf, ne? Einmal der Projektleiter und einmal quasi auch der kreative Kopf zu sein. Ja. Was macht denn der Projektleiter mit dem kreativen Kopf, wenn der mal nicht liefert? Der geht zu seiner Frau und fragt ihn nach ihrer Meinung. Und meine Frau ist ja mittlerweile auch eine Game Designerin, die macht ja im Grunde genommen Sachen auch, was ich mache. Mhm. Ja, Dialoge schreiben und zack und so weiter. Ne? PR-Management macht sie, kümmert sich um Social Media Krempel und so weiter. Und das heißt also, ich setze mich dann zu Hause hin und gucke dann, was ist das Beste fürs Team. Ne? Und muss das dann auch natürlich Rede und Antwort stehen und so. Und mit dem Entwurf gehe ich dann ins Team und dann wird das halt diskutiert, was dann zu tun ist und was nicht. Mhm. Ja, und den Projektplan, den muss immer noch ich erstellen, weil da hat auch sonst keiner Bock drauf. Das kann ich nicht einfach abtreten. Mach mal einen Milestone-Plan, Björn. Morgen muss der fertig sein. Jawohl, Sir. Ja. Weißt du? Ja. Schön. Ist halt so. Ja. Und, aber er orientiert sich natürlich im Groben, sage ich jetzt mal, an bewährte Dinge. Mhm. Und deswegen weiß ich auch, was ich tun muss an der Stelle. Ja, ohne jetzt mir einen riesen Aufriss zu machen und irgendwie mir monatelang beizubringen, wie man sowas macht. So, ja, deswegen ist es bei mir wahrscheinlich auch am besten aufgehoben. So. Ja, sehr cool. Hör mal, jetzt mit einem Blick auf die Uhr, wir plaudern ja jetzt schon über eine Stunde und ich habe mir mal sagen lassen, dass ich immer so höchstens 75 Minuten die Aufmerksamkeit der Leute zur Verfügung habe. Deswegen öffnen wir das Ganze jetzt auch nochmal für ein paar mehr Fragen aus der Community, aus unserer Zuschauerschaft. Hier, Skirax hat gefragt, was braucht es eigentlich alles, um Game Designer zu werden? Du hast das ja jetzt schon ganz gut beschrieben, aber kannst du das auf den Punkt bringen? Machen. Hm. Nicht labern, machen. Das heißt, man kann eine Ausbildung machen, muss man aber nicht. Man kann auch einfach Dinge tun. Man kann Spiele produzieren, man kann Mods machen, man kann halt sein Portfolio, in der heutigen Zeit ist das möglich, im Internet halt vergrößern. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst und dich bewirbst, musst du nachweisen können in irgendeiner Form, Art und Weise, was du kannst. Früher war das vielleicht, oder in vielen Berufen ist das heute noch so, das darf ich eigentlich gar nicht so noch sagen, aber in der Games-Branche ist halt so, wenn du eine gute Ausbildung hast irgendwo, heißt das noch lange nicht, ob du auch tatsächlich für irgendeinen Job dann wirklich geeignet bist oder auch genommen wirst, weil Erfahrung ist schon viel. Und Erfahrung kannst du sammeln, indem du tatsächlich Dinge tust. Du produzierst halt irgendwelche, wenn es Studienprojekte sind, wenn es als Programmierer, ich habe meine eigene Engine hochgezogen, guck mal, das ist mein Ergebnis. Ich habe als Storywriter, ich habe mal ein Buch geschrieben, ich habe mal irgendwas oder so. Dinge, die man präsentieren kann, die man im Internet irgendwo ablegen kann und sagen kann, da ist mein Portfolio, das bin ich, guckst dem an, das kann ich so. Dann ist das für einen jemanden, der eine Bewerbung sich anguckt, auf jeden Fall immer interessanter, als jetzt zu gucken, was hat er denn für Noten irgendwo oder eine Ausbildung. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Ja, interessant. Also die klassischen Handwerksmethoden eines Game Designers, wie würdest du die denn benennen? Also ich meine, er muss sehr gut schreiben können. Er muss sehr gut visualisieren. Er muss zocken. Können, er muss zocken. Ein Game Designer muss zocken. Der muss sich mit den aktuellen Titeln auseinandersetzen. Der muss, ja klar, diese grundsätzlichen Dinge gut schreiben können und vielleicht auch Englisch können. Ja, das ist nicht unwichtig, weil viele Dinge halt doch Englisch gemacht werden in der Games-Branche.
Ja, auf jeden Fall die Passion, Computerspiele haben. Das heißt, Bock haben darauf, tatsächlich auch mal eine saure Gurkenzeit irgendwie zu überbrücken. Na, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben es, zum Beispiel die Crunch-Time haben wir bei uns so weit wie es geht eingedampft. Trotzdem kommt es immer mal vor, dass man am Wochenende da mal sitzt und sagt, okay, gut, die hauen uns mal den Mist um die Ohren hier. Dafür wird man aber auch belohnt, dass man seinen Traum leben kann. Also es muss schon jemand sein, der, sag ich mal, für diese Computerspiele lebt und sagt, okay, das ist jetzt. Das möchte ich gerne zum Mittelpunkt meines Lebens machen, zumindest meines Berufslebens. Das ist ganz wichtig. Und alle anderen Sachen, wie zum Beispiel, ja, ob ich jetzt Excel bedienen kann oder ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Unreal Engine auseinandergenommen habe und so weiter, ja gut, ja, das sieht man dann ja anhand der Sachen, die derjenige, der sich bewirbt, dann auch schon mal gemacht hat. Ja. Was hältst du von diesem sehr analytischen Herangehen an Spiele im Sinne von, also ich kenne Game Designer, die setzen sich hin, die spielen ein Spiel nicht nur, die zocken das nicht nur, sondern die analysieren das. Ja, die haben ihre Pläne neben sich liegen, die gucken sich genau an, wie ist das Level aufgebaut, wie lange brauche ich in dem Spiel, um von A nach B zu kommen, wie viele Hürden habe ich auf dem Weg dahin. Und Das gehen eine sehr intensiv in die Details. Was hältst du davon? geht mit den anderen einher. Auf ein Stück weit macht man sich sein Hobby auch ein bisschen kaputt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Spiel spiele, was so im Entferntesten mit dem zu tun hat, was ich selber mache, ja, auch meine Arbeit, Ja. dann analysiert man. Das geht Ja. nicht anders. Ja, entweder sagt man, boah, krass, was haben die denn da gemacht? Boah, wie geil ist das denn? Wie haben die das gemacht? Und dann setzt man sich hin und sagt, Moment mal, wie haben die das gemacht? Oder irgendwie, boah, Gott, das ist doch ein kleiner 1x1, das muss man doch wissen. Also man hört nicht auf damit. Es ist halt die Frage, ob man sich tatsächlich sein Hobby damit kaputt macht. Ein Stück weit schon. Das heißt, man sieht Spiele mit anderen Augen, wenn man weiß, wie sie gemacht sind. Aber auf der anderen Seite bekommst du halt natürlich eine immense Kenntnis darüber, wie Dinge gemacht sind und dann auch eine Faszination auf einer, wie du sagst, analytischen Art Ja. dahin. Und na gut, ich bin immerhin noch willens und fähig, solche Dinge auszublenden, wenn mich tatsächlich eine gute Geschichte hookt. Ja? Das sind Spiele, wo ich sage, irgendwie, boah, das hat mich jetzt aber emotional gepackt. So. Und dann ist mir das auch egal, wie das Spiel tatsächlich, ob das jetzt wirklich repetitiv gemacht ist, ob es jetzt ein langer Schlauch ist, den ich nur durchlaufen muss, ob jetzt bombastisch, cineastisch da was daherkommt oder es wirklich sehr simpel gehalten ist. Und da gibt es halt Spiele, die sind nur 2 Stunden lang und es gibt Spiele, die sind 80 Stunden lang. Und beide haben ihre Existenzberechtigung auf ihre Art und Weise. Ja, Ja? also Also beides. zwei organisatorische Sachen. Zum einen diskutiert hier unser Chat gerade darüber, dass wir durchaus 90 Minuten machen können. Das ist ja beruhigend. Yay! Hey, juhu! Zum anderen, lieber Christoph, jetzt habe ich extra meine Hausaufgaben gemacht und habe auf den Discord-Channel hingewiesen und du postest den Link nicht. Wenn der gleich nach Hause kommt, ne, der kriegt erstmal einen hinter die Ohren. Nee, mach das doch mal bitte. So, und dann ist mir gerade, wo du sagtest, es ist eigentlich total egal, was das für ein Spiel ist, ist mir eingefallen, Call of Duty. Hast du den World War II, den neuesten Teil gespielt? Spielst du solche Spiele? Ich spiele solche Spiele nicht, weil Zweiter Weltkrieg reizt mich nicht. Genauso wenig wie dieses Wolfenstein-Ding. Das wurde mir immer wärmstens empfohlen. Ich werde es auch sicherlich mal spielen, aber aus anderen Gesichtspunkten, weil da doch so eine kleine Fantasy-Komponente mit drin ist. Ja. Aber dieses reine Kriegsspiel ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, ich spiele die gerne, aber jetzt auch nicht nur, sondern ich bin eigentlich eher so jemand, der Strategiespiele spielt. Ne? Und Ach, guck mal. Call of Duty hab ich deswegen gespielt, weil das der Glenn Schofield mit seinen Jungs gemacht hat und der war ja jetzt ein paar Mal Keynote-Speaker bei uns. Und der Titel hat mich an zwei Stellen so dermaßen von den Füßen gewischt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich musste einmal richtig schlucken, da ging es irgendwie um die Rettung von so einem kleinen Mädchen aus einem Aachener Hotel. Habe ich null mitgerechnet. Das war krass. Und dann nachher haben die als erstes Studio, zumindest wüsste ich tatsächlich von keinem anderen Weltkriegsshooter, der sich auch getraut hätte, mal ein KZ eingebaut. Ja, und dann musstest Ja. du, es wurde natürlich nicht geschossen oder so, sondern die haben das sehr vorsichtig gemacht.
Und auch das, ey, ich saß hier vorm Rechner und habe wirklich zwei, dreimal richtig geschluckt. Ja. Und das sind natürlich krasse Momente und extrem wichtige Momente, ne? Ja, richtig. Sowas in Spielen zu erleben. Und gerade bei Call of Duty habe ich es nicht erwartet. Deswegen hat es mich wahrscheinlich nochmal doppelt und dreifach erwischt. Was war denn so das Spiel, was dich in letzter Zeit am meisten bewegt hat und oder am meisten Spaß gemacht hat? Kann in alle Last Richtungen of gehen. Us. Ich habe Last of Us endlich mal gespielt. Und ja, grandios. Und ich warte auf den zweiten Teil. Ich finde Okay. das total toll. Weil du gerade Kinder angesprochen hast. Ne? Ja. Kinder sind natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Stilmittel oder halt, ich habe selber jetzt Kinder, ne? Ist schon emotionales Brett. Ne? Also wenn du da was mitmachst, so das muss man schon sagen, das berührt mich, gerade weil ich Vater bin. So, ne? Und, aber ich glaube auch, selbst wenn man nicht Eltern ist, emotional ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn das auch gut dargestellt ist. Und bei Last of Us von Naughty Dog, das ist einfach toll. Das ist toll gemacht. Ne? Okay. Ja. Kannst du sagen, was dich daran so besonders oder was dir daran so besonders gefallen hat? Der Beschützerinstinkt, der geweckt wird, weil ich einen Mann spiele, der seine quasi Tochter beschützt. Das ist für mich, ja, das huckt mich. Ja. Konkreter geht es jetzt nicht. Also, das ist schon Ja, richtig. Und da vor interessant. allem, das Ja. ist ja eine totale kaputte Welt irgendwie. Und ja, da hängen dann diese komischen, totalen, halben Schimmelpilz-Zombies um dich rum. Und du musst halt, du darfst halt. Du darfst nicht verkacken, so, ne? Und wenn man Ja. sich da richtig emotional reinbuxiert in dieses Spiel, dann finde das grandios. Das ist einfach großartig, ne? Ja. Und wenn man sich da richtig drauf einlässt, so emotional, kann man nicht unbedingt bei jedem Spiel, weil Spiele, die sich selber nicht so ernst nehmen, also halt so ein scherzhaftes Spiel macht oder so, kann man halt über Scherze lachen oder so. Aber Last of Us ist tatsächlich wirklich so ein Spiel, wo man sagt, so, okay, wenn man sich darauf einlässt, so emotional, auch der DLC, also das Add-on, was die da gemacht haben, ne, wo man noch ein bisschen mehr über das Mädchen erfährt und so, also das hat mich wirklich umgehauen, das fand ich wirklich gut. Aber wieso macht ihr keine DLCs? Ja. Ja, kann ich, ja, stinkende DLCs, Ja, ne? genau. Genau, also Schönes ganz Zitat einfach. von dir. Ja, weil wir immer daran gemessen werden, sage ich jetzt mal, oder anders formulieren. Wir kriegen den Geruch nicht weg, dass es aus dem Spiel geschnitten ist. Wir haben kein DLC jemals produziert, was nicht eigens für DLC produziert wurde. Trotzdem kommen Leute immer noch zu uns und sagen, das habt ihr doch aus dem Hauptspiel rausgeschnitten. Ich möchte jetzt nicht noch zusätzliche Kohle zahlen dafür, dass ich irgendwie das vollständige Spiel von euch bekomme. So. Und das haben wir irgendwie nie wegbekommen, egal was wir gemacht haben. Und wir haben sehr viele DLCs hergestellt. Und deswegen sind wir es müde mittlerweile, dagegen anzukämpfen und sagen, wir machen es nicht mehr am liebsten. So. Vielleicht ändert sich das nochmal. Vor allem, es ist ja auch, damals haben wir auch ein Add-on gemacht, das kam ganz gut an, von Gothic 2. Aber das war auch ein Riesending. Das war halt nicht nur so ein kleiner DLC, sondern so ein Add-on. Und die Definition von Add-on und DLC ist auch immer so ein bisschen schwierig. Also wenn es wirklich ein fettes Ding ist, ja, wo man tatsächlich viele, viele Stunden dran spielt, dann hat das sicherlich seine Existenzberechtigung. Aber das muss man dann auch schon, sage ich jetzt mal, wirklich groß produzieren und ein halbes Jahr das komplette Team darauf hin. Stoßen, das da tatsächlich zu machen. Und ja, und dann kriegst du trotzdem immer noch dieses Prädikat. Ja, ist aber nicht das ganze Spiel. So. Und das fand einfach so doof immer. Ja. Also, das heißt, wir machen und tun und wurschteln und so und kriegen trotzdem immer diese, ja, ob das nicht doch aus dem Spiel rausgeschnitten ist. Ja, deswegen haben wir gesagt, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Na So, ne, schön. deswegen gibt es für Elex einfach kein DLC und Punkt aus. Ja, interessant. Du, jetzt kamen natürlich auch noch ein paar Fragen hier im Chat, ne? Zum einen, der liebe Kai sagt, gibt es Themen, bei denen ihr euch ganz stark gegen einen Publisher-Wunsch gesträubt habt und euch am Ende auch durchgesetzt habt? Selbst wenn das so wäre, würde ich das jetzt niemals zugeben oder diskutieren. Sehr Kann ich schön. einfach, ja, kann ich nie machen. Ich meine, was erwartet man da jetzt von mir, ne? Dass ich Ja. da jetzt irgendwie, ja, der, oder so, das ist doch Quatsch. Das ist Blödsinn. Ja, gut, du könntest nur ganz weit in der Vergangenheit kramen, ne? Vielleicht würde Ja, da irgendwas trotzdem, das einfallen. macht man nicht. Das macht Ja, man nicht. naja, gut. So, dann haben wir Ja. hier eine Frage. Was sind die größten Fallstricke, Hürden bei einem Studio eurer Größe?
einzelne Leute zu wichtig zu machen, im Sinne dessen, dass man sagt, okay, wenn der jetzt wegbricht, bricht das ganze Projekt weg. Das passiert uns ständig, nicht, dass uns jemand wegbricht, auch, aber dass wir halt uns selber sagen, okay, das ist der Einzige, der die genau diese Sache kann. So, das ist ein Risiko. Und ein Risiko ist es auch zu glauben, dass Größe eines Teams tatsächlich auch die Qualität verbessert. Sie muss vernünftig wachsen, so ein Team, ist meine Meinung. So, weil, da fehlt uns noch was, wir müssen jetzt dies und das, das haben wir noch nicht fertig gekriegt, da schmeißen wir mal ein paar Leute drauf. Naja, aber wenn du ein paar Leute drauf schmeißt, dann musst du auch immer jemanden haben, der die verwaltet. Ansonsten sitzen die rum, ja, mir hat keiner gesagt, was ich tun soll hier. Ja, die sind schon mal erstmal da und machen was. Das heißt, die kosten sehr viel Geld. Und man muss sich schon auf jeden Fall, wenn man jemanden, wenn man sich vergrößert oder wenn man halt Leute noch dazu holt, muss es einen konkreten, ganz konkreten, weiterführenden, mittelfristigen Auftrag geben, den die zu erfüllen haben, der dann auch schon da liegt und dann auch konkret ausgearbeitet ist. Sonst ist das schwierig. Sonst ist das riskant. Cool. Ja. Coole Antwort. So, dann hat hier einer mit einem unfassbaren Nickname, nämlich Schlonsbob, hat es keine Frage gestellt, sondern möchte einfach nur ein großes Lob und Dank aussprechen, dass ihr nicht von eurem Kurs abweicht und immer noch schöne, schnörkellose Singleplayer-Games mit brillanter Story rausbringt, ohne Microtransactions, Pay-to-Win oder MMO-Rotz. Danke Björn und danke Piranha Bytes. Das ist doch auch mal schön. Ne? Dann danke ich mal im Namen des Teams. Vielen Dank. So, dann mal ein bisschen weiter runtergehen. So, hier Scarex schreibt, bringt es einen Vorteil, einen Game-Development-Studiengang zu machen? Oder ist es eher sinnvoll, Dinge vorzuweisen, die man selbst erstellt und kreiert hat? Beides. Man muss am besten beides machen. Also ein Studium zu machen ist auf jeden Fall nicht notwendig, aber natürlich hilft das, weil es halt jedes Studium einen gewisse Dinge beibringt, wie man denkt. Ja? Also eine gewisse Art, Dinge zu bewerten oder zu beurteilen, denke ich. Aber das alleine reicht nicht. Man muss schon sich den Blaumann anziehen und tatsächlich dann auch tätig werden und Dinge machen und dann auch vorweisen können. Im besten Falle natürlich auch während des Studiums gibt es diverse Projekte, die man halt macht ich benutze das Wort halt übrigens auch ständig, Stefan, habe ich gerade gemerkt. Schön, ne? Das ist halt ein tolles Wort. Ja, okay. Wir sind auch vielleicht ein bisschen Ruhrpott-versorgt. Ja, so ein bisschen. So kommt das. Okay. Und dann kann man auch seine Sachen, die man im Studium gemacht hat, vorweisen und man sagt, okay, ich bin derjenige gewesen, der bei diesem Projekt, bei diesem kleinen Projekt das und das gemacht hat. Das Beste wäre, beides miteinander zu verbinden. Ist aber nicht zwingend notwendig. Wenn man jetzt lange in der Modder-Szene ist und irgendwo da seine Mods gebaut hat und schon jahrelang irgendwelche Dinge baut oder irgendwie sowas und gar kein Studium gemacht hat, ist das auch cool, wenn man nachweisen kann, was man kann. Das ist das Wichtigste. Ich meine, guck dir PlayerUnknown Battlegrounds an, ne? Ja, guck dir das an. Brandon Green, alles aus einem Mod heraus entstanden und, Ja, wer will dem denn absprechen, ne? Hättest aber ein Studium machen sollen oder so, dann ist klar. Ja, ja. Ne? Braucht man nicht. Man braucht die Fähigkeiten. Man muss sich schon irgendwie. Genau. Es ist so ähnlich wie ein Studium an der Uni, was dir dieses wissenschaftliche Arbeiten einprügelt, ja? Den Inhalt eines geisteswissenschaftlichen Studiums brauchst du eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dein Leben lang nicht mehr. Ne? Aber diese Art und Weise, sich Themen zu nähern, das ist ja das, was einen auszeichnet als Wissenschaftler. Ne? Ja. Finde ich ganz interessant. So, aber hier kommen noch andere Fragen. Also, Christoph, du sagtest zwar gerade, lieber Björn, dass du DLC schwierig findest, aber wie sieht es generell bei Games as a Service aus? Zum Beispiel Multiplayer-Spiele wie Rainbow Six oder ähnliches, die über längere Zeit sich weiterentwickeln. Könntest du dir etwa sowas vorstellen für Piranha Bytes? Und wie sieht es generell mit Multiplayer-Titeln aus? Ist das was euch reizt? Reizt immer. Seit Gothic 1 heißen unsere Püppchen, der Hero heißt PC Underbar Hero und die entsprechenden Figuren, die für Freunde hießen, PC Underbar Gorn, PC Underbar Lester, weil einfach mal damals geplant wurde, daraus einen Multiplayer zu machen, einen Gothic-Multiplayer. Ja. Das haben wir aber nicht hinbekommen,
weil wir uns auf den Singleplayer konzentriert haben. Und wie unsere Historie zeigt, war das jetzt nicht die schlechteste Entscheidung. Und wir haben, bei jedem Projekt wird immer wieder dieses Thema diskutiert, was ist mit Multiplayer und so weiter. Und Game as a Service funktioniert ja am besten auch über solche Multiplayer-Geschichten. Wir sind jetzt nicht das geeignete Spiel für solche Sachen. Vielleicht ja, muss man mal drüber nachdenken. Klar, es ist cool, aber ja, Multiplayer mal vorausgesetzt, ist es natürlich einfacher, solche Dinge zu machen. Ja. Mir juckt es da auch immer in den Fingern. Ich hätte total gerne eure Welt als ein MMO à la World of Warcraft. Aber ich meine, ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Klar hätten wir da auch Bock drauf. Aber Es ist halt eine komplett andere Geschichte. Und du brauchst dann auch ein ganz anderes Team. Ja, oder ein größeres Team oder andersartiges Team als das, was wir momentan machen. Wir sind gut in dem, was wir tun, also Singleplayer zu machen. Und Multiplayer ist so ein Spiel, den wir schon seit vielen, vielen Jahren haben. Wer weiß, ob wir es irgendwann mal machen, aber das wäre Grundvoraussetzung für solche Dinge. Ja, ja. Das wäre geil, genau. So, dann Scarex hat ein großes Lob für das Interview ausgesprochen. Das freut mich sehr, dass es dir gefällt. Vielen, vielen Dank und auch ein großes Lob an Piranha Bytes. Ich habe eure Gothic-Reihe geliebt und bin damit groß geworden und es war einfach der Wahnsinn. Ja, geht hier wahrscheinlich vielen so im Chat. Ne? So, Skyen sagt, was sage ich den Bewerbern, die sich bei uns für euch bewerben? Da muss man zusagen, ja, Skyen und Falk sind von Silent Future aus Wuppertal. Warum auch immer Bewerbungen für die Piranha Bytes bei denen landen. Ich sag mal, wahrscheinlich einen lieben Gruß. Nö, also wir haben ja eine E-Mail-Adresse, die heißt info.nospam@piranhabytes.com oder sowas. Das ist bei uns auf der Webseite piranhabytes.com einzusehen. Da bitte hinschreiben, da werden wir eure Bewerbung bearbeiten. Sehr schöne Antwort. So, ich habe auch noch eine Frage, lieber Björn. Wenn du jetzt mal so, gehen wir mal einen großen Schritt nach vorne, ja? Wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft guckst, gibt es ein Spiel oder sagen wir mal eine Art von Spielen, die du bis dahin unbedingt gemacht haben willst? Also denk mal die Technik mal 10 Jahre weiter. Produziert, ja, okay. Ja. Denk mal die Technik mal 10 Jahre weiter. Ist es dann ein VR-Game oder wo siehst du dich, wo siehst du euch? Habe ich aufgehört, solche Dinge mir zu wünschen oder keine Ahnung, zu sehen, irgendwie so, weil die Technik ist ja schon geil. Also diese Holodeck-Nummer, da sind wir ja schon fast, also diese Star Trek-Holodeck-Nummer. Und so ein Spiel da zu machen, ist natürlich schon geil. Aber diese ganzen Virtual-Reality-Dinger, die haben immer den Nachteil, dass wir Spieler sind faule Säcke. Wir sitzen lieber in unserer Couch, anstatt ein Spiel von 50 Stunden irgendwie stehend oder kämpfend oder sportmachend irgendwie zu spielen. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Problem irgendwann mal gelöst wird. Und dann hätte ich natürlich schon Bock, ein Rollenspiel wirklich mit so einer virtuellen Realität zu machen. Aber ich weiß auch ganz genau, dass das dass das schon eine gewisse Anstrengung ist für den Spieler auch so. Und da muss natürlich dann auch, sage ich jetzt mal, der Business Case aufgehen. Das heißt, dass das genug Leute dann auch wirklich geil finden, was man da macht. So, ne? Aber ich glaube, es ist momentan schon, es gibt ja Spiele wie Skyrim, die das machen und so. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich werde es mal machen. Ne? Das ist natürlich irgendwo die Zukunft und interessant ist das auf jeden Fall. Ja, ne? Ne? Aber ja, momentan ist das, was VR-Spiele angeht, ist das noch eine Nische, ne? Weil es halt diese Probleme gibt, weil man keinen Bock hat, irgendwie so einen riesen Klotz immer auf Augen zu haben, weil die blöde Brille immer beschlägt, egal welchen du nimmst, so, und ich schwitze halt sehr gerne, wenn ich mich körperlich anstrenge und so, und ich habe dieses Here They Lie gespielt und ich habe geschwitzt wie ein Schwein, war wahrscheinlich Angstschweiß oder sowas, ja, weil das Ding ja wirklich, also es hält ja, was es verspricht, das Ding ist ja wirklich, das macht ja virtuelle Realität, ja,
Und ein Kumpel von mir, der Hosche, der sagte mal irgendwie, ich setze mir den Kopfhörer nicht auf, keine Ahnung, irgendeiner räumt mir die Bude aus und ich merke das nicht mal. Also mindestens einer muss noch im Raum sitzen, sonst Ja. setze ich mir das blöde Ding nicht auf. Ja. Also da hoffe ich, dass die Technik da noch weitergeht, dass ich jetzt, sage ich mal, den Wunsch verspüren würde, tatsächlich sagen, so, boah, da habe ich jetzt Bock, irgendwie ein Spiel für zu machen. Momentan ist das leider noch nicht. Ne? Momentan sind noch sehr viele Hürden und so, dieses Schwindelgefühl, was sich da einstellt bei vielen Menschen. Das heißt, ich produziere irgendetwas und jemand anders wird davon schlecht. Das ist doch irgendwie doof. Ist Ja, komisch, ne? Das fühlt sich nicht ja. schön an, ne? So, ne? Und so in diese Richtung, glaube ich, gehen so meine Vorstellungen oder meine Wünsche. Dann habe ich jetzt noch eine quasi letzte Frage von meiner Seite. Alle Spiele, die ihr bisher gemacht habt, schreien doch eigentlich danach, dass man die Marke als Romane, als Filme weiterführt. Ist das für euch uninteressant, weil es so weit weg ist? Oder warum gibt es noch keinen Gothic-Film? Oder ihr habt ein ganzes Universum erschaffen. Das ist doch für Ja, Filmschaffende, ist das doch ein ja. gefundenes Fressen. Das ist doch. Ja, okay. Ich glaube, es liegt daran, dass bisher die Angebote ausblieben. Vielleicht ruft Uwe Boll uns ja irgendwann mal an und sagt, so, Ein ich hätte mal Traum. total Bock. Ja. Okay. Ja. Hm. Uwe Ja. Boll. Ja. 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 Ja, vielleicht jemand anders. Also ich meine. Ist ja nur ein Scherz, Ja, aber ja, ja. ich weiß es ja nicht. Guck mal hier, Verstehst du? Das heißt. Nachtvogel 83 rauft sich gerade schon die Ja, das ist meine Frisur. Frau. Ach Ja, das ist so. meine. Ja, Ja, ja. Hallihallo. Ja, ich habe auch gerade Angst, Schweiß auf der Stirn. Sehr schön. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, ne? Ich meine, es gibt wenige Spiele, die so komplexe Universen mitbringen wie eure. Vielen Könnte man Dank. was draus machen, Na ne? klar. Naja, gut. Na, hier, ich muss gerade mal nah an die Kamera. Wie spricht man denn deinen Namen aus? Dann Hirn, dann hin, him. Den him, den Hörn 1. Ich habe keine Ahnung. Er sagt auf jeden Fall eine Netflix-Serie. Ja, Da warum müsst ihr nicht? hin. Da fliegen wir mal zusammen rüber in die USA und sprechen mal mit Netflix. Ne? Klar, gerne. Warum nicht? Ne? Ist 2 klar. Natürlich können. Milliarden oder was sie da jetzt wieder an Unternehmensgewinn hatten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht es denen Wir gut. sind ja keine Filmemacher. Das heißt, jemand, der Interesse daran hat, müsste zu uns kommen und sagen: So, das wäre doch mal was und so weiter. Dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Auch jemand, der Bücher schreibt oder was auch immer. So, ja. Aber es ist halt irgendwie doch. Es ist etwas, was wir nicht selber machen würden. Ja? Und deswegen. Ich Bisher habe gab es noch kein großes Angebot in diese ganz, Richtung. ganz ehrlich, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, warum ihr nicht mit Markus Heitz zusammenarbeitet. Gothic-Bücher von Markus Heitz, ich glaube, das wird funktionieren tatsächlich. Okay. Naja, lasse ich mal so im Raum stehen, ist ja nur eine Glaskugel, in die ich gucke. Genau. So, also, sind denn noch Fragen da draußen, ihr Lieben an den Empfängnisgeräten? Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen? Die Jenny hatte noch Christoph Anmerkungen. sagt Wir noch. haben, sie sagt hier, wir Ja. haben aber schon mal an einem Film mitgewirkt. Das stimmt, in Offline haben wir mitgewirkt an einem Film. Das ist ein Film von dem Regisseur Florian Schnell. Der hat den Film Offline gemacht und da haben wir maßgeblich mit die Szenen hinzugefügt, die in der virtuellen Welt passieren. Das ist ein Film über einen Typen, der irgendwie in der virtuellen Welt lebt die meiste Zeit und sich vorbereitet auf ein halt Ragnarök, dieses Turnier der Könige oder der Superspieler und so weiter, müsste man sich mal angucken. Also Offline heißt Der der ist doch Film. noch gar nicht so alt. Der ist noch nicht so alt. Es Nee, war gerade ne? mal im Kino, ich glaube Ja. vor kurzer Zeit, ja. Ja, Richtig. genau. Doch, der sagt mir auf jeden Fall was. Interessant. Christoph sagt hier noch, Entschuldigung. zu Risen 2 gab es Ja. Romane. Ja, Kannst mal das ist sehen. richtig. Wusste ich nicht. Ja, vielen Dank. Alles klar. So, ihr Lieben, wenn also keine weiteren dringenden Fragen an den lieben Björn mehr sind, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ne? Jetzt muss man immer so 5 Sekunden warten, weil wir ja ein Leck von 5 Sekunden haben. Dann muss man nochmal 5 Sekunden warten, weil die Leute ja unfassbar langsam tippen. Ne, guck mal hier. Deine Frau ist flott. Gibt es jetzt auf Netflix, offline. Ach, guck. Ne, schön. Ja, gut, das gucken wir uns dann mal an.
Ne, spätestens auf der Quo Vadis, denke ich mal. Ja, danke schön. In diesem Sinne. Danke euch da draußen. Ich mache ein bisschen Musik an. Jetzt kommt jetzt so ein Offline-Screen. Ich nehme den Björn jetzt raus. Das ist alles, oh, das ist ja auch alles immer aufwendig hier. Björn, du bist nicht mehr zu sehen. So. Und der Musik mache ich an. Da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Abend. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. So. Ja, Björn, ich sag dir ganz lieben Dank. Es war mir ein großer, großer Spaß. Ja, Hauptsache, dir hat's gefallen. Sehr schön. Ja, ich glaube, das hat uns allen gut gefallen hier. Jetzt muss ich noch mal eben den Sound wieder umstellen. Das ist alles immer so ein bisschen tricky hier mit Spotify. Aber in Skype lege ich mal auf und wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschö. So, jetzt sollte man mich nur noch hören. Und auch mein Mikro mache ich jetzt aus. Wünsche euch einen schönen Abend. Sage bis bald. Und kommt in unseren Discord-Channel. In diesem Sinne. Tschö.